Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Unser Panzer war abgeknallt worden. Der gute Siler, den hat es dahin gerafft. Lutz und ich, wir haben wieder die Plätze getauscht. Ich bin jetzt am Start und ich möchte auf jeden Fall... Genau, wir haben hier ein Hauptlager und ein Labor. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Quartiere bauen. Da hatten wir auch schon vorhin in der Pause nochmal kurz drüber gesprochen. Wir brauchen die auf jeden Fall, weil wir ja noch Ingenieure ordern müssen. Deswegen Quartiere dahin. Und wir müssen einen neuen Soldaten rekrutieren. Mindestens einen. Weil der gute Siler ja hops gegangen ist. Dann hatte ich mir... Da ist unser. Dann hatte ich mir vorgenommen, ein bisschen scouten zu gehen. Und zwar in der Asienregion hier hinten. Da ich hier irgendwo wirklich eine Basis vermute. Und ja, das war so das Projekt, was ich jetzt so ein bisschen angehen wollte. Forschung abgeschlossen, das ist schön. Berichte. Okay, Sanitasche, endlich. Die Sanitasche erhält ein Heil-, Schmerz- sowie Stimulanzmittel. Um die Sanitasche nutzen zu können, müssen Sie in die Richtung blicken, in der sich der verwundete Soldat befindet. Ist der Soldat betäubt, dann müssen Sie sich über ihn stellen. Klicken Sie das Sanitaschen-Icon an und wählen Sie aus dem Menü Option Sanitasche nutzen. Heilen. Rote Körperteile zeigen an, dass Sie schwer verletzt sind. Klicken Sie den entsprechenden Körperteil und dann den Knopf Heilen an. Damit wird eine tödliche Wunde geheilt und neue Gesundheit zugeführt. Stimulanz. Regeneriert Energie und belebt bewusstlose oder betäubte Soldaten. Um einen bewusstlosen Soldaten wiederzubeleben, müssen Sie sich direkt über ihn stellen. Schmerzmittel. Erhöht die Moral verwundeter Soldaten bis zu einer Stufe, die dem alten Gesundheitsniveau entspricht. Okay, Sanitasche. Lutz, ich würde sagen, wir produzieren gleich 3 Einheiten. Aber erstmal Forschung. Neues Projekt. Wir hatten mal diskutiert, worauf wir jetzt gehen. Wollten wir nicht Laser erst zu Ende machen? Fehlt, glaube ich, nur noch die Laserabwehr, wenn ich nicht irre. Ne? Genau. Laserabwehr. Projekt starten. Die machen wir jetzt mal durch. Das Problem, was wir jetzt gleich haben, wenn in der Produktion, da läuft ja noch das Lasergewehr. Und die Produktion für die persönliche Schutzausstattung läuft auch noch. Ja, und ich hoffe, dass wir das Lasergewehr... 18 Tage. Dass wir das Lasergewehr gleich fertig haben. Ich lasse mir erstmal noch ein bisschen... Okay, der eine dreht schon wieder um. Der andere dreht auch wieder um. Guck mal, ist der eine in der Auftanken. Irgendwas geht da in Asien vor sich, ganz sicher. Beide am Auftanken noch. Produktion abgeschlossen. Lasergewehr in Wutburg. Stützpunkt. Da machen wir das nämlich direkt in den Skyranger rein. Lasergewehr rein. Und Automatikgeschütz. Wir sind etwas überfüllt, weil der Panzer kommt noch. Der nimmt quasi den Platz schon weg. Der ist noch nicht im Skyranger. Ja. Sobald er eingeladen ist, haben wir den Platz wieder. Ja. Können wir es ändern. Genau. Also, wir lassen es erstmal drauf. Ab auf dem Geoscape wieder. Haben wir Abfangjäger bereit. Also irgendwie. Schick doch mal nach Indien da die Ecke. Ja. Indien. Das ist, glaube ich, hier irgendwo, ne? Nee, ein bisschen weiter links. Das hier müsste Indien sein. Oh, das hier? Ja. Erdkunde. Das war nicht so cool. Gut, also viel Möglichkeiten da zu scouten haben wir einfach noch nicht, weil die Schiffe ist nicht viel Treibstoff an Bord haben. Und, müssen wir mal gucken. Noch haben wir aber auch noch keine neuen, die wir erforschen könnten. Ja. Wir hinken ja so ein bisschen hinterher in der Forschung. Ne? Ja, hinken wir hinterher? Ich würde nicht sagen, dass wir das tun. Ja, wenn ich sehe, dass wir mit Psi-Waffen angegriffen und von schwerem Plasma niedergemetzelt werden, dann wird es Zeit, da was dran zu machen. Ich meine, die Quartiere nicht, aber das Labor ist bald fertig. Ja, 2 Tage noch. Und da sollten wir auch dafür sorgen, dass wir möglichst viele Wissenschaftler an die Arbeit kriegen. Ja. Nehmen wir unseren neuen Rekruten direkt mit an Bord? Der sollte direkt mit. Kenji. Ach, wir haben ja einen Aufsteiger. Ich guck mal eben. Also das ist einfacher Soldat, ist klar. Aber wir haben Otto... Otto Kronen. Ne, Juri. Juri ist aufgestiegen. Ja, da haben wir ja noch jemanden.
Das werden wir direkt jetzt mal. Den werden wir mal direkt umbenennen. Wen haben wir denn da? Big Dane Germany. Ja, dann. Big Dane Germany. So wird dann, glaube ich, geschrieben. Big Dane, herzlich willkommen im Team. Lutz, mach einen Strich durch. Ich mach einen Strich durch. Ja, und auch für Skylar rückt die Chance wieder näher ins Spiel einzusteigen. Zapirus. Wir können den Kenji wieder runternehmen. Wir nehmen Zapirus drauf. Zapirus ist wieder hier. Geheilt und arbeitslos. Das können wir natürlich direkt ändern. Kenji. Wir haben sogar noch verfügbaren Platz, also wir können ruhig beide mitnehmen. Aber dafür haben wir nicht genug Knarren. Dann müssen wir wieder einen mit dem Automatikgeschütz losjagen. Hatten wir nicht, das Lasergewehr ist auch nachproduziert, das ist doch drauf gekommen. Das Lasergewehr ja, aber das Lasergewehr ja, aber dann muss einer wieder mit dem Automatikgeschütz los. Und nee, das will ich nicht. Gut. Es reicht aber auch. Für die normale Mission reicht die Mannstärke locker. Ne? Okay. Oh, und da ist unser Panzer. Das ist schon mal gut. Raumschiff ausrüsten. Klatsch. Und jetzt können wir, glaube ich, auch unser Automatikgeschütz mit Brandmunition einfach mal ausladen. Ja, Geoscape. Ich werde wieder scouten. Ich schicke einen mal hier hin. Und einmal hier auf der Insel. Da ist irgendwas. Ja, es ist auch ein bisschen ruhig geworden. Ne? Es ist sehr ruhig geworden. Gar nicht gewohnt, irgendwie einen Tag zu verbringen, ohne eine Mission zu fahren. Okay, lassen wir mal wieder Schauen wir einfach mal, was passiert. Produktion Labor in Woodburg abgeschlossen. Sehr schön. Das finde ich schon mal gut. Entschuldigung, verklickt. Sollen wir uns direkt Forscher holen? Ja, ich würde da nicht knapsen oder knausern. Ich würde da voll in die Vollen greifen und dann was geht ran? 29, mehr kriegen wir nehmen wir auch. Quartiere sind im Bau. Ja. Dauert noch ein paar Tage. Ich glaube 11 Tage, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Also ja. Warten wir mal. Klein, sehr niedrig. Da können wir wieder was. Auf das wir ja schon so lange warten. Ja. Du. Ah, es ist über dem Land. Daneben. Nochmal daneben. Ja, das ist aber ein hartnäckiger, wa? Das UFO schießt, aber es trifft uns nicht, weil es einfach nicht die Reichweite hat. Wir sind, also da sind wir irgendwie noch ein bisschen im Vorteil. So, Raketen haben wir keine mehr. Könnten wir eigentlich auch direkt in den Nahkampf gehen? Ja. Stimmt eigentlich. UFO ab, ja, diesmal ist abgestürzt. Dann, ja, wir haben den Skyranger im Prinzip passend bepackt. Wir sind noch in der Nacht. Ich fliege mal zu dieser Wegmarke. So, und jetzt drauf. Neues Ziel wählen. An die Absturzstelle. Und ja, Absturzstelle 15, Mission beginnen. Ja, habe ich ja schon 10-mal vorgelesen. Gehen wir mal direkt in die Mission. Ja. Ripmaff hat diesmal die Ehre, mit dem Raketenwerfer zu gehen. Das finde ich schon mal gut. Das brauchst du dann aber nicht, mein Freund. Mr. Venom. Nightflow. Ja, war der Panikmann von vorhin? Mr. Venom. Mr. Venom. Ja, das ist unser Panikmann. Ja, ich rechne aber nicht mit Psi-Attacken. Captain, Haut. Mr. Pixelor. Flusswind. Zapirus. Das ist eine normale Granate. Otto, ja, du musst mit auskommen. Big Dane, dann kriegst du eine mit Annäherungszüge, damit du überhaupt eine dabei hast. Ja. Das war die Truppe, ne? Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Alles klar. Auf geht's. Erste Runde. Tja, das UFO ist nicht sehr weit weg. Oh.
Ja, da fahren wir erstmal bis nach unten. Da hinten kann er, glaube ich, nicht lang, oder? Nee. Ich habe jetzt auch erstmal. Okay. RIP. Ich stehe mal auf Autoschuss. Mr. Venom. Mr. Venom wird sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich ihn ziemlich alleine laufen lasse. Das Ding brennt doch ganz ordentlich. Sehen wir da Qualm aufsteigen. Also das Gefecht mit unserem Jäger hat er nicht so gut überstanden. Nee, er hat da ordentlich einstecken müssen. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht so viel Rohstoffe zu holen geben. Nightflow geht außen rum, würde ich sagen, von der anderen Seite. Hier? Ja. Oder ach, so ein guter Mann. So ein guter Mann außen rum gehen, wo vielleicht nichts ist. Das Problem an der Sache ist ja, wie immer, du weißt nicht, ob da nichts ist. Ja, komm, die können noch alle da hintereinander in dem Gang stehen, theoretisch. Ja, ja, theoretisch. Weißt du halt wirklich nicht. Macht Nightflow Einzelkämpfer oben rum. Out geht hier mit dem Raketenwerfer mit. Mr. Pixelor. Du gehst mal hier mit. Ja, die anderen Jungs. Sappi geht auch noch mit. Da ist wieder Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln, ja, ich entspanne jetzt auch erstmal die Lage. Ich höre nur eine UFO-Tür. Mr. Venom. Stehen. Den Panzer. Geradeaus. Einfach durch. Hier ist auch abgezäunt. Guck mal, das ist. Aber ich glaube, vor dem UFO kommt er längs. Ja. Da kann man durchfahren. Schade, kann ich nicht mehr in die Richtung gucken. Mr. Venom hat noch 33, bleibt stehen. Ja, Jungs, dann ihr müsst auch in diese Richtung. Alle müssen in diese Richtung. Wir knubbeln uns hier jetzt. Ich bin eher vorsichtig. Ich werde das jetzt so machen. Na, er sieht ein. Sehen. Autoschuss. Voll an die Rübe. Voll an die Hirse, aber anstatt umzufallen, schießt er einfach zurück. Aber er hat nicht getroffen. Und jetzt haben wir ihn erwischt. Mr. Pixlor hat ihn den Gar ausgemacht. War auch gut. Captain. Okay, und wir haben uns eine schöne Tür hier reingeschossen. Captain, geh mal vor. Gut, dann kommt noch schnelle Eingreiftruppe mit Rippner von hier oben. Raketenrippi. Und out. Nightflow. Das ist schön, wie die Zeit anhalten, ne? Der ist auch gut. Und ja, aber so muss man es machen. Wie gesagt, man muss immer das Unerwartete erwarten und einfach überall wen hinschicken. Ja, definitiv. Aber Vorsicht, du hast den Autoschuss nicht an. Ja, Nightflow hier steht auf jeden Fall. Da haben wir einen. Es ist halt genau das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Ja. Man weiß das nie. Schießen wir ins Blaue, wa? Das war der Sektoid. Sieht gut aus. Wie gesagt, ich sag ja, Nightflow, das ist echt ein harter Typ. Bisschen an der Bordwand lang schleichen. Ja, man macht es halt wie die Mäuschen immer am Rand entlang. Ja. Ich schicke mal hier noch einen mit zur Verstärkung. Und der Panzer, den schicke ich hier unten durch. Tja, ist auch ziemlich eingekerkert da. Ja, und wir sehen einen. Da könnten wir eventuell Exo hinschießen. Nee. Glaube ich nicht. Wird wahrscheinlich die Hausecke da rasieren. Er sieht hier noch nicht mal
schieße mit dem Raketenwerfer drauf, mit dem Panzer oder mit dem Raketenwerfer? Mit dem, ich kann nur mit Ritmar schießen. Achso, ist denn die Zeiteinheiten verbraucht vom Panzer? Achso. Und mit Ritmar schieße ich nur von hier. Du könntest von da schießen, die Mauer niedermachen und dann mit dem Laserschützen ihm den Rest geben, wenn es noch nicht gereicht. Habe ich auch überlegt, ja. Hier die Ecke. Ja. Tja, nie ganz gereicht. Hat schon ein bisschen was weggeräumt, aber... Ja, Sapirus ist am Ende mit dem Zug. Der Einzige, der ziehen könnte, wäre Captain. Aber dann muss ich Captain ein Stück runterziehen. Mal gucken, ist er denn da in einer Linie? Ja, noch nicht. Nee. Dann haben wir nur zwei Tacken runter. Hier, ne? Ja. Ja, Treffer war dabei, aber hat aber nicht gelangt. Knie dich hin. Kannst du nachladen, Ritmar? Nein, noch nicht. Mit Mister vielleicht daneben, das könnte auch noch klappen. Mr. Pixelor. Mit sehr viel Glück. Nein. Mhm. Kriegst du ihn noch umlaufen? Nein. Das wird nichts. Schade, schade. Du bleibst stehen. Aber out kannst du mal in die Richtung. Eventuell auch hier durch und dann hier rum. Kann man probieren, klar. Praktische Bresche. Ja, genau. So, weiter geht's. Gezogen, 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 gezogen. Panzer gezogen. Ja, die drei lasse ich nochmal drin. Mit hinten habe ich... Ja, Nightflow auch. Ja, gut. Ende des Zugs, Ende der Folge, würde ich sagen, Lutz, oder? Passt gut. Ja, dann beenden wir hier die Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play UFO. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis dann, ciao.